Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf der Berlin Map auf meinem Kanal. Das war mal eine andere Ansage etwas. So, passende Geräuschkulisse zu Berlin, die Flieger kommen rein. Und ich werde jetzt mal so durch meinen Heimat- oder Wahlheimatbezirk fahren. Wir machen uns mal unterwegs hier Richtung Berlin-Mitte. Und werden dabei natürlich hier weiter die Map erkunden. Ja, hier die Steine, das Thema hatten wir schon, ne? Aber da kann man rüberfahren, das wäre jetzt nicht das Schlimmste, aber man kriegt erstmal Angst. So. Trailer haben wir jetzt nicht hinten dran, den werden wir uns dann vielleicht suchen. Alter, hier muss man nicht, diese Straßen, hier sollte man nicht zu schnell unterwegs sein. Habe ich gerade festgestellt. Noch gar keinen Trucker-Kaffee ab heute Morgen. Könnte ich mir gleich erstmal machen, vielleicht. Ja, wir können ja auch ein bisschen schneller fahren. Polizei ist ja, glaube ich, so nicht am Start. Ist ja eh kaum ein Auto unterwegs. Ja, heute ist Freitag. Heute habe ich frei. Sehr, sehr schön. Ihr seht das Video erst am Samstag. Auch schön. Ja, gestern Abend noch auf dem Friedhof gewesen. Das Unwetter hat also so gesehen nichts zerstört. Ich werde jetzt zunächst mal die Figuren da raussuchen, dass ich die mal zum Saubermachen mitnehme. Die sehen teilweise verheerend aus. Sind aber aktuell unter den Blumen verschwunden. So. Wir fahren links. Wir haben nur 60 Kilometer vor uns, aber wir kennen ja hier aus der Berlin-Map. Sowas kann dauern. Wegen uns am Abgrund. Ja, letzte Nacht hat es ja mal einmal kein Gewitter gegeben. Das war mal wieder ganz schön. Da konnte man schlafen. Sagen, jetzt sind dann das Lenkrad weniger, aber das ist nicht der Fall. Alles in allem hat die Neuaufsetzung, das Neuaufsetzen von meinem Rechner definitiv was gemacht. Was mich halt tierisch nervt, ist hier bei dem neuen Windows die Apps, die du nicht so ohne weiteres los wirst, dann Xbox-Apps und so weiter. Ich habe keine Xbox, dann möchte ich sowas löschen. Und das kriegst du dann mittlerweile nur noch mit Zusatztools in der CC Cleaner zum Beispiel. Das soll jetzt keine Werbung sein. Mit dem kannst du dann so ein Kram dann löschen, anders wirst du das nicht los. Ich meine, es sind natürlich alles Apps, die irgendwo im Hintergrund laufen und den Rechner langsamer machen. Braucht kein Mensch. Und zwar, wenn du keine Xbox hast, warum sollst du dann, ja, macht keinen Sinn. Vor allen Dingen hat man ganz deutlich gemerkt, wenn man hier den Eurotruck-Simulator startet, dass diese App dann auch immer gerne aufzeichnen möchte. Ja. Mit grün, danke. Da waren Autos. Man hat aktuell so ein bisschen das Gefühl, man bewegt sich hier über eine Geister. Oh, wir sollten nicht zu schnell fahren. Jetzt können wir Gas geben. So, wir fahren jetzt als erstes nach Reinickendorf. Das ist der Stadtteil, wo ich seit mittlerweile 13 Jahren beheimatet bin. Und von da aus dann mal nach Berlin-Mitte, dass wir mal gucken, ob wir was vom Alexanderplatz sehen. Es kann natürlich sein, dass der Ding halt diese Map noch gar nicht veröffentlicht hat. Ich fährt da nämlich immer Beta auf seinen Videos. Da sieht man das sehr schön. Gefällt mir.
Immortes, gell? Nein, ich komme nicht aus Bayern, ich komme aus NRW. Wer klappert so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Nachbar mit seinem Anhänger geschwind. Und ein Flugzeug kommt rein. Passende Atmosphäre für Berlin. Ach, ihr stört es nicht, dass ich das Fenster auf habe. Das sind Realtime, das sind echte Geräusche. So, sind eigentlich urheberrechtlich geschützt. Fahr doch mal auf der Straße, man geht so breit. Ein LKW. Ab und zu kommt dann ja doch mal ein Auto, ne? Ich wollte gerade sagen, da vorne war doch jetzt gerade was gespawnt und jetzt ist es wieder weg. Ein Tracker. Auch Berliner müssen essen, deswegen werden Kartoffeln. Zum Beispiel. Es kommen ja meistens, würde ich mal sagen, mehr von außerhalb. Kartoffeln, Spargel, was ist das? Belitzer Spargel. Schon ewig kein Spargel mehr gegessen, zu frisch. Ich will den Preis angucken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mag ja lecker sein. Ich meine, wirst du von dem Zeug nicht satt. Wenn du dann überlegst, was du dann für so ein... Ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht im Kopf, aber letztes Jahr zum Beispiel habe ich deswegen keinen Spargel gegessen. Du kommst rein, du guckst, ein Kilo Spargel, das ist ja so gut wie nix. Du bezahlst ein Vermögen dafür. Das sind Monatslöhne, die du dafür ausgibst. Und da habe ich dann keinen Hunger mehr drauf, ganz ehrlich. Die Preise gerechtfertigt sind oder nicht, das ist mir dann noch erstmal völlig egal. Klar müssen das Menschen mit der Hand abhauen und so weiter, aber trotzdem, man muss das nicht übertreiben. Ich für ein Kilo Spargel mehr bezahle als für einen Einkaufswagen voll bei Lidl, Aldi oder sowas, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich muss nicht so teure Lebensmittel haben. Ich kaufe auch nicht unbedingt immer Markenprodukte. Also, teilweise ja, teilweise nein. Es stellt sich stellenweise aber auch heraus, dass Markenprodukte in einigen Punkten tatsächlich besser sind. Da kannst du sagen, was du willst. Weil sie ergiebiger sind oder sonst irgendwas. Gut, bei Spülmitteln merke ich das nicht, da nehme ich sowieso immer zu viel. Ja, das Einzige ist eben, der ganze Mist in Plastik eingepackt. Das ist. Ich meine, wir haben so viel Altpapier, aus dem man was machen könnte. Wird nicht gemacht. Gut, Aluminium oder Stahl, also Blech und so weiter, ist auch nicht besser. Das muss auch irgendwie produziert werden, aber. Das Ding ist, glaube ich, insgesamt das Recyceln. Es wird nicht recyceln. Vor allen Dingen, schaut euch mal an, man guckt jetzt nach, genau, bestes Beispiel, man schaut nach Plastikmüll. Plastikbecher, Strohhalm und so weiter, das muss alles weg. Gut, okay. Vielleicht nicht unbedingt Dinge, die man braucht, aber zum Beispiel, ich sag mal, für so ein Picknick und so, ist schon ganz praktisch, wenn man eigenes Geschirr mitnimmt, muss hier unbedingt Wegwerfgeschirr sein. Es gibt ja da diese Körbe, das schon fertig drin ist, das ist zwar auch aus Kunststoff, okay, das geht wenigstens nicht kaputt. Man könnte das natürlich auch vielleicht aus Metall machen. Oder wenn es in Anführungszeichen Kunststoffgeschirr sein muss. So. Entschuldigung. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit hatten wir Abteller. Gut, die waren mit Kunststoff überzogen. Mittlerweile gibt es da alternativ kein Ding. Wir hatten teilweise wirklich Essbesteck aus Holz. Was man dann bei Bedarf natürlich in die Mülleimer packen kann, wobei Holz ein scheiß Feeling ist im Mund. Aber man kann natürlich auch Geschirr mitnehmen. Gut, wie jetzt schon gesagt, es muss irgendwie Porzellan sein, denn beim Picknick runter, weil es kaputt ärgert man sich das Bruder. Also das kann oder darf schon vielleicht Kunststoff sein. Man benutzt es ja wieder, das ist der Punkt. Wo aber kein Mensch drauf schaut, sind diese Sachen
Dinge, die die Welt nicht braucht. Eine Ex-Freundin von mir hat damals einen McGuides-Laden geleitet. Und auch die 1-Euro-Shops. Guckt euch das mal an. Da sind ja diese komische goldene Winkelkatze. Auch kein Mensch. Blumen aus Plastik, die man auch teilweise auf den Friedhöfen wirklich findet. Das braucht kein Mensch. Da werden Sachen produziert. Da fragst du dich wirklich, wofür bitte? Ja, was soll der ganze Schrott? Und das ist natürlich auch ein großes Problem mit. So ein Kram, das kann man auch weglassen, anstatt sich da die Bude mit vollzustecken. Ja, es ist mal ganz witzig, aber irgendwie letztendlich unnötig. So viele Dinge, die produziert werden, die wirklich Schrott sind. Schrott, Schrott, Schrott. Er fragt aber keiner nach. Hauptsache, das Plastikgeschirr ist weg. Man könnte schon einiges machen. Das heißt, Problem ist eben auch jetzt wieder, da wird irgendwas gemacht. Ja, Strohhalme als Beispiel. Strohhalme müssen weg, sind böse, sind aus Plastik. Ja gut, wobei ich immer das Problem habe, das habe ich schon bei meinen langstieligen Löffeln mit dem Strohhalm dran. Ich kriege die Dinger von innen vernünftig sauber. Kannst sie durchspülen. Das ist so eine Sache, aber sind die dann wirklich sauber? Du kommst ja mit nicht rein. Das ist. Ich fahre hier irgendwie so ein bisschen chaotisch gerade. Mit was willst du die sauber machen, außer mit klarem Wasser? Aber Plastikmüll definitiv muss weg. Plastiktüten, ja, kann man Papiertüten nehmen, halten allerdings nicht. Man kann aber auch zum Beispiel, das finde ich bei Aldi ganz cool, die hatten so Taschen aus Jute, richtig dicke Griffe. Also die nehme ich sehr, sehr gerne auch zum Einkaufen oder meine Einkaufstrolli. So einen schönen Hacken-Porsche hinter sich herziehen, das ist auch eine schöne Sache. Ich suche noch einen Dummel, der mir das Ding die Treppe hochschleppt. Das zum Beispiel. Genau, wenn ich dann aber sehe, so zum Beispiel Erdbeeren. Hast du dann Erdbeeren, die sind in Schalen, die sind einfoliert. Die Schale, wo die Erdbeeren drin sind, ist ebenfalls Kunststoff. Ich kann mich erinnern an meine Kindheit, da gab es auch Erdbeeren im Laden. Die wurden dann an der Kasse nochmal gewogen, beziehungsweise man hat sie selbst gewogen, hat entsprechend einen Aufkleber drauf gemacht. Und diese Erdbeerschalen, das waren Pappschalen. Aus, ja wirklich, wie Eierkartons sahen die aus. Irgendwie aus recycelter Pappe oder keine Ahnung, was das für ein Zeug war. Und da waren die drin und da war nicht zusätzlich noch eine Plastikfolie drumherum. Genauso wie Schlangengurken oder Bananen dann nochmal einfoliert. Warum? Weshalb? Wozu? Das braucht kein Mensch. Da kann man ansetzen, diese komischen Schalen in Pappschalen wieder zurückverwandeln. Man kann im Zweifel auch. Ja, da kannst du nicht reingucken. Mein Gott, das ist. Ich aber auch alle Menschen. Durch Pappe kannst du nicht durchgucken. Was machen wir denn da? Es gibt aber auch Hersteller, habe ich schon gesehen, die machen aus von Folien, aus Kartoffelstärke. Die kannst du hinterher auf den Kompass schmeißen. Die lösen sich im 0, nix auf. Das ist natürliche. Warum nutzt man sowas nicht? Wann muss ich denn erst Umweltminister werden, Bundesumweltminister oder keine Ahnung, damit er hier Hand und Fuß hat? Das wäre auch schon vielleicht der einzig denkende Mensch in der Politik. Das wäre fatal. Naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist, ja, ich mache irgendwie mal ein Polit-Talk raus aus ETS 2. Ganz schlimm. Andere erzählen irgendeine Story von Jacqueline und. Na, und Grenzverkehr. Ich mache solche Geschichten.
Aber es ist dann vielleicht relativ kurzweilig, nicht? Wenn man so während einer schönen LKW-Autofahrt dann also ein bisschen drüber schnackt, also ich rede ihr dazu. Es gäbe schon so viele Ansatzmittel, was man machen könnte. Wie gesagt, Metall ist auch nicht überall das Nonplusultra. Also da muss es Alternativen geben. Definitiv. Schwierig wird es natürlich bei vorgefertigter, hätte ich bald gesagt, Wurst und Käse, so in diesen Fertigverpackungen. Da sind wir damals, gut, das würde das Handwerk retten, dann würde ich dann zum Fleischer gegangen, wo du natürlich auch eine ganze Ecke mehr bezahlt hast dafür. Aber ich denke mal, da könnte man unter Umständen auch Deals aushandeln mit den Herstellern, dass man sagt, okay, das wird in Supermärkten dann an der Fleischtheke verkauft. Weil du natürlich, ja, wenn du sowas hast wie Kaufland Real, dann kannst du es machen. Lidl Aldi wird schon wieder schwieriger. Die haben sowas nicht. Da könnte man den Plastikmüll vielleicht auch reduzieren, indem man sagt, okay, Pappe ist da wieder blöd für. Milch kann man in Flaschen verkaufen. Pfanden. Diese Flaschen kann man auch lichtdicht machen. Diese ganzen Getränkeflaschen weg damit. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, das habe ich in irgendeinem Video auch schon mal gesagt. Da hatten wir immer, oh, hier wächst was. Da hatten wir immer so große Flaschen mit Waldmeister. Das war irre lecker. Das gab es dann auch in. War das in Glasflaschen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, das wären große Plastikflaschen gewesen. Und dann kam es so, dass mehr Kunststoffflaschen rein sollten. Da ging das dann quasi los mit diesen PET-Flaschen. Und da hatte dann ein Einkaufscenter bei uns, Marktkauf ist das gewesen, in diesem Fall in Lübbecke, im Kreis von Lübbecke, die haben dann gesagt, naja, wir möchten keine Plastikflaschen bei uns im Sortiment und wir verbannen das aus dem Programm. Damals so Sachen Coca-Cola, Pepsi und so weiter, das gab es alles nur in Glasflaschen. Und by the way, das ist Waldmeister, ich würde es immer noch gerne trinken, aber das Zeug scheint es nur noch mit dieser blöden Kohlensäure zu geben. Ich weiß nicht, was die Waldmeister Kohlensäure zu tun. Muss ich mal dazu merken, hier ist alles zugewachsen. War wohl lange keiner mehr. So, Wartung reparieren. Könnte man den auch konfigurieren? Was kann man da machen? Wir haben schon alles, was geht, war 510 PS. Könnte dem mal eine andere Lackierung verpassen, aber wozu? Nee, der bleibt so. Alles gut. Verlassen. Und ja, ach, wir einsteigen, es regnet. Die haben dieses Zeug dann quasi aus dem Laden verwandt. Und wenn man heute guckt, war es natürlich nur noch Kunststoffflaschen. Ja, Glasflaschen sind schwerer, natürlich. Aber dennoch kannst sie vernünftig recyceln. Die werden gewaschen, die werden wiederverwendet. Ansonsten dann eingeschmolzen, werden neue Flaschen von. Alles nicht so einfach.
Ich bin zu weit gefahren. Aber ich glaube, das ist ein Riesenproblem von den Politikern. Die sagen, was gemacht werden soll, aber die sagen dir nicht, wie. Also man denkt sich was aus, dann muss das nur gemacht werden. Ob das Sinn oder Zweck hat, dann sehen die nicht. Und morgen bei RTL gesehen, ob das jetzt ein Scherz ist oder ob sich das wirklich jemand ausgedacht hat. Zigaretten befanden. Dann kriegst du so eine Dose und da kannst du dann deine Zigarettenstummel reinpacken. Die kannst du dann abgeben, dann kriegst du Geld wieder. Soll verhindern, dass die in der Gegend rumgeschmissen werden, die Filter. Ja. Pro Stümmel 25 Cent, da kostet so eine Packung dann mal ein paar Euro mehr. Sache ist natürlich, ein anderer meint, ja, dann machen wir das so wie in England, dann wird, wenn du das irgendwo hinschmeißt, dann musst du ordentlich Strafe zahlen und so weiter. Ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber wer sieht das denn? Geh doch mal durch die Straßen, wann siehst du, allein hier in Berlin, geh doch mal durch die Straßen, wann siehst du denn mal jemanden vom Ordnungsamt? Das kriegt überhaupt keiner mit, wenn ich meine Kippe da irgendwo hinfeuer. Das ist doch dann reiner Zufall. Auch wieder so nicht durchdacht. Ja, das ist eben die Politik. Ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon gefahren sind. Da hinten ist allerdings, genau, da ist unser Ziel in Reinickendorf. Oh mein Gott, Reinickendorf ist noch ziemlich leer, mein Haus ist noch nicht gebaut. Wir wollten dann nach Mitte weiter, aber wie gesagt, hier ist noch nichts. Mein Haus ist abgerissen. Ich bin obdachlos. LKW. Hier ist die SIM-Karte. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Aufpassen. Hier müssen wir mal drehen. Hier geht es nur noch in den Abgrund. So, wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt noch 20 Kilometer. Ja, ich glaube, komm, die fahren wir noch. Wir machen immer so eine schöne Tour. Die Berlin-Touren sind dann eben etwas länger. Ist ja auch kein Problem. Dann gucken wir morgen oder so mal, ob wir wieder eine Fracht bekommen. Also Reinickendorf, wie man sieht, war richtig gut. Sind dann mal eben 360 Euro, macht ja nichts. Aber hier ist ja keine, es ist ja eine Beta-Map und ich hatte jetzt gerade keine Lust, danach unten einmal zu stehen. So, und dann schauen wir mal, was uns in Berlin-Mitte so erwartet. Gesehen hatte ich was in den Videos von Icke halt, aber dass jetzt hier diese Map schon ist oder eine neue, das weiß ich halt noch nicht so. Hier bügeln wir mal einfach drüber. Noch eine rote Ampel, die wird grün. Sehr schön. Da ist noch verfahren, Mensch. So muss das sein. Melanie kommt und die Ampel wird grün. Mit Trucker Babe. Braucht keine roten Ampel. So komm, machst du auch grün. Natürlich nicht.
Ausdauer bleiben. Das waren noch 20 Kilometer, das wäre nicht mehr die Welt. Ne? Dann beenden wir die Folge auch an der Stelle. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird es genauso laufen wie gestern. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch hier unterwegs sein werden in diesem grünen Gefilm. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich ignoriere diese rote Ampel, weil sie grün ist. Bedanke mich mal schon mal fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter. YouTube ist es egal. Da zählt nur die Aktion, dass ihr überhaupt irgendwas geklickt habt. Weiterhin natürlich mega neue Abos. Und Abo ist im Übrigen für euch kostenfrei. Wenn ihr zusätzlich die Glocke klickt, dann erfahrt ihr sogar, wenn es neue Videos gibt. In der Regel ist es immer morgens um 5 ein Euro Truck Simulator 2 Video. Manchmal auch andere Dinge. Wobei ich jetzt bei meinem Computer Neustart, einer Neuinstallation, bewusst darauf geachtet habe. Ja, boah, wie das passt, ne? Hier passt es nicht. Wobei ich bei der Neuinstallation bewusst darauf geachtet habe, dass ich tatsächlich Anno 2205 und so weiter, also komplett von vorne beginnen werde. Gleiches gilt für den Landwirtschaftssimulator und so weiter und so fort. Also da werde ich nochmal direkt neu ansetzen. Fernbus-Simulator dasselbe. Ist in dem Sinn aber auch weiter nicht wild. Auch on the road. Da ich da sowieso eine Beta am Start habe und noch nichts vernünftig gespielt habe, das ist dann kein Thema, das zu machen. Beim Euro Truck Simulator habe ich alles mitgezogen, deswegen ist die Kohle weiterhin vorhanden und so weiter. So. Wie müsste man denn jetzt so langsam in die Gefilde kommen, um mal wieder Gebäude auftauchen? Genau, hier ist es. Schauen wir mal, ob wir jetzt reinkommen. An den Alexanderplatz hin. Voilà. Bevor die Map freigegeben wird, muss ja aber noch ein bisschen Unkraut gezupft werden. Ne? Ist ein LKW unterwegs tatsächlich. Hier müsste unser Ziel gleich erreicht haben. Und dann werde ich mir erstmal einen ordentlichen Trucker-Kaffee machen. Ja, mal gucken, was mir morgen wieder für ein spitzfindiges Thema einfällt. Berlin, Berlin, du kannst so groß sein. Eigentlich langsam mal ankommen hier, oder? So in Kreuzberg. Thank you.
ganz schöne Kurverei war. Hier sieht man vieles noch nicht fertig, ne? Aber ist doch schön, dass man dann vielleicht ja noch mal mit dem LKW durch die Friedrichstraße fahren kann oder unter den Linden und so weiter zu realen Bedingungen. Unter den Linden natürlich Baustelle hoch 3 und ja, freue ich mich schon drauf, wenn das so nach und nach immer sich immer weiterentwickelt. Joa. Siehst du, und jetzt, wo wir die Folge beenden wollen, kommt die Sonne durch. Das ist ja wohl der Herz aller Liebsten. Ich ignoriere wieder gekonnt. So weit kann das doch gar nicht mehr sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist auch nicht. Wieder so eine 30-Minuten-Folge. Ja, wem es zu langweilig wird, der kann ja vorspulen. Da guckt was anderes. Oder eine Hälfte zum Frühstück, die andere zum Abend. Das ist ja auch mal was. So, wo kommt man denn hier jetzt hin? Ich hatte ja schon gesagt, weit ist es nicht mehr. Wir könnten uns natürlich das nächste Mal, ich habe ihn gerade links gesehen, Richtung Fernsehturm halten und mal schauen, wie weit wir da kommen. So, damit sind wir dann am Ziel angekommen. Hier hinten gibt es eine Garage. Da fahre ich noch eben auf dem Hof. Die könnte man vielleicht kaufen, mal sehen. Aber ich denke, so viel Kohle haben wir noch gar nicht. Ja, in diesem Sinne, beim nächsten Mal versuchen wir mal den Fernsehturm zu finden auf dem Alexanderplatz. Und ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen.